sondern wir gucken heute reale Irrsinn. Übelst das geile Format, wer das noch nicht kennt, könnt ihr auf dem Zweitkanal vorbeischauen, da kommen immer Highlights davon. Das ist so ein Format, wo so Sachen aus Deutschland gezeigt werden, die absolut dämlich sind. Und zwar der Umfahrstein von Holzminden. Den gönnen wir uns jetzt. In Holzminden gibt es einen mysteriösen Stein, der eine fast magische Anziehungskraft auf Autos... Was ist das denn? Wieso steht da schon wieder so ein Stein mitten in der Pampa rum? Was soll das? Immer wieder kommen Autofahrer um diese Kurve und dann... Also so oft... Wir gehen bitte, wenn du wieder online kommst. Leute, ich habe gerade das Video gestartet. Wir können jetzt nicht wieder die ganze Zeit nur über Minecraft reden. Bitte jetzt gerichtet, jemand X-Ray benutzt. Wenn jemand X-Ray benutzt, dann wird er einfach gebannt. So, fertig. Kann man gegen das Ding nicht fahren, ne? Wie oft ist denn das schon passiert? 20, wenn nicht mehr. Doch, wirklich, ohne Scheiß. Ohne Scheiß wird er deshalb nur noch der Umfahrstein genannt. Aber warum steht der da? Also der sieht jetzt auch nicht gerade schön präsentiert aus. Die könnten wir doch mal wegräumen, oder? Das Video habe ich schon gesehen. Ja, ich bin mal gespannt, was damit auf sich hat. Ich könnte mir das gerade überhaupt nicht erklären, was dieser Stein da soll. Weil der viel zu niedrig ist. Den siehst du ja nicht, wenn du rückwärts fährst. Und glaube ich, wenn sie besoffen sind, auch nicht vorwärts. Oder soll der eigentlich gerade stehen und der ist halt einfach so ein Pöller, dass man da nicht durchfährt? Da sind nur schon so viele Leute dagegen gedonnert, dass der halt mittlerweile einfach schief steht. Obwohl jedem hier im Ort ist klar. Aber der steht aber auch schon so ein bisschen dumm im Weg rum. Junge, was ist denn das? Hier so mitten auf dem Gehweg? Hä? Man muss das sehen. Weil... Ja, müsste man eigentlich. Und deshalb rätselt ganz Holzminden, warum Autofahrer den Umfahrstein ständig umfahren. So blöd. Hä? Was ist denn? Also heißt der wirklich Umfahrstein? Ich dachte, die haben den so genannt, weil den halt dauernd Leute dagegen fahren. Was ist denn ein Umfahrstein? Kennt jemand von euch einen Umfahrstein? Ist es ein Stein, damit man ihn umfahren muss? Also nicht umfahren im Sinne von draufheizen, sondern drumherum fahren? Ja, aber why? Der steht doch mitten am Gehweg. Verstehe ich nicht. Absicht? Keine Ahnung. Also eigentlich müssen das Besoffene sein. Weil die doof sind. Aber der wird doch irgendeinen Grund haben. Also wenn der da steht und den auch keiner wegmacht, dann muss ja irgendwas Sinnvolles sein, oder? Eigentlich kennt jeder diesen Stein. Zum Glück. Ja gut, kennt jeder, aber wenn da Leute sind, die halt keine Anwohner sind. Umfahrstein immer wieder aufgebaut. Die Stadt Holzminden hat darin schon eine bemerkenswerte Routine entwickelt und ist auf Unfälle jeglicher Art perfekt vorbereitet. Der ist ja nur in Sand gebettet, sodass der relativ einfach wieder hingestellt werden kann, wird ausgerichtet, es wird wieder angepflastert, das ist mal mehr, mal weniger Aufwand. Und dafür... Der wird wieder ausgerichtet und angepflastert, heißt, der gehört sich auch so genau in dieser Form. ADHS, vielen Dank für dein Follow. Die Bürger so dankbar und finden das alles... albern, weil der immer wieder aufgestellt wird und die Leute sowieso wieder dagegen fahren. Aber der Stein hat ja einen Sinn, oder? Ja, also der Stein soll Fußgänger schützen vor dem Fahrzeugverkehr. Wait, was? Man sieht ja auch, dass der auf der Grenze zwischen der Fahrbahn und dem Fußgängerbereich steht und wir sind froh, dass der Stein umgefahren wird und nicht Fußgänger. Aber, aber da gibt es doch viel bessere Lösungen. Also dann mach halt solche normalen Pöller hin, wie man sie halt aus dem Straßenverkehr kennt, die oft vor Fußgängerzonen oder so sind. Oder mach so ein Geländer hin, ist doch auch kein Problem. Aber warum denn ein Stein, wenn man weiß, dieses Problem ist bewusst da, die Leute können das halt in ihrer Rückfahrkamera oder wenn sie halt nach hinten gucken, nicht sehen, weil der zu niedrig ist. Und dann wurde der schon 20 Mal umgefahren. Dann mach doch was anderes hin. Oder mach den doch höher. Irgendwas. Hä? Wer schützt ihn? Was war denn das für eine geile Lache? Moment, nochmal. Ich bin froh, dass der Stein umgefahren wird und nicht Fußgänger. Wer schützt denn hier Fußgänger? In Holzminden bestimmt nicht. Naja, jedenfalls ist der Umfahrstein schon berühmt und hat eine eigene... Der hat eine Öffnungszeit und danach machen die den zu, oder was? Alter, geil. Eine Internetseite, auf der er seine Opfer gnadenlos zur Schau stellt. Was hat er denn gemacht? Hä, was ist denn mit ihm passiert? Alter, den Stein finde ich richtig geil. Ich finde das richtig funny. So, einfach nur, weil es so unfassbar dämlich ist. So, der hat den hier komplett rausgerissen. Guck mal, der ist hier draufgefahren und komplett raus. Da ist ein Loch dahinter. So, aber mach den doch größer. Alter,
Was ist mit den Leuten falsch? Die wollen halt dieses Problem. Es wäre so einfach zu beheben. Dann mach das doch. Deshalb haben die Stadtoberen von Holzminden schon fieberhaft darüber nachgedacht, wie Autofahrer noch besser gewarnt werden können. Also wir haben schon mal so Reflektoren angeklebt, angebracht. Nein, keine Reflektoren, dann sieht man das doch immer noch nicht beim Rückwärtsfahren. Junge, also die wollen, dass das so ein Wahrzeichen wird. Ne? Die wollen, dass man über die Stadt redet und dass da Touristen kommen oder sowas. Deswegen machen die da nichts dagegen. So, das kann ich mir nicht anders erklären. Das hat aber auch keinen Erfolg gebracht. Nee, damit auch die letzte Blinze nicht mehr dagegen fährt, muss eindeutig mehr her. Wir haben da mal was vorbereitet. Ja, wenn du hier nachts durchfährst, guck mal, da drüben ist die nächste Laterne. So, das kann halt echt sein, dass du den nicht siehst. Also das ist halt auch nicht die Dummheit der Autofahrer. So, ich meine, der Gehweg sieht halt auch, der hat die gleiche Textur eigentlich wie die Straße hier. Es gibt nicht so eine deutliche Begrenzung, auch nicht durch Höhe. So, im Dunkeln kann das schon mal passieren, dass du da dran kommst. Ist das stupid. Wir machen hier noch so Beschleunigungsstreifen aus Trackmania hin. Alter. Jugendsprache? Ja, Jugend. Mega geil. Das fand ich richtig funny.